Was ist der schlechteste Speedrun in ganz Minecraft? Vielleicht denkst du jetzt an einen schlechten Speedrun, welcher eine Stunde oder vielleicht sogar zwei Stunden gebraucht hat, um den Enderdrachen zu töten. Doch es wird viel schlimmer als das. Um genau zu sein, 120 mal so schlimm. Denn der Spieler Lostboy hat 120 Stunden gebraucht, um den Enderdrachen zu töten und daher passt der Name Lostboy wohl ziemlich gut. Doch wie kann man 120 Stunden brauchen, um den Enderdrachen zu töten? Die meisten mittelmäßigen Spieler schaffen Minecraft in 3 Tagen durchzuspielen. Wie soll es also möglich sein, 5 Tage zu brauchen für ein Speedrun. Nun ja, um ehrlich zu sein, war es auch eher ein Slowrun als ein Speedrun. Denn Lostboy hat währenddessen geschlafen, gegessen, Häuser gebaut, Videos geguckt und ein wenig hin und her gelaufen, bis er dann zufällig den Stronghold gefunden hat und sich dann dachte, dass er endlich mal den Enderdrachen tötet. Und das Schlimmste daran ist, dass ein Tester sich die ganzen 5 Tage durchgehend angucken musste, um zu verifizieren, dass er nicht gecheatet hat, wozu auch immer das notwendig war.